Aber den verrechne ich. Ich kann das nur verrechnen, Bruno. Ich brauch das Geld auch mal wieder. Du kriegst es, du kriegst es. Machst du Gewinn an dem Fahrrad? Den kannst du ja für dich einstreichen. Tomse. Was? Den Gewinn kannst du für dich einstreichen. Ach, ist nicht wahr. Wenn ich ein Fahrrad kaufe und das verkaufe, dann darf ich den Gewinn behalten? Dann bist du ja nicht schlecht. Dufte bist du. Fantastisch. Nee, ich bring jetzt die Woche, dann bring ich schon was vorbei. Nee, dann bin ich schon was vorbei. Das geht nicht. Ich schenke die Puppe. Ich will die Puppe nicht. Nimm die Puppe mit, Mann. Ich brauche die Puppe, weißt du doch. Ja, du weißt doch, ich brauche meine Geld. Ja. Mann, ich habe Rechnungen auch zu bezahlen. Ich komme die Woche und gebe dir was. Mann, ich bin mir mal vorbei. Ich brauche keine Räder. Ich brauche das Rad nicht. Nee, die letzte dann, absolute letzte. Ah, wie schön sieht das denn aus? Bitte einmal abfilmen. Hier. Na, das war aber schön gemacht. Ah, das ist herrlich. Liebe dieses Rad. Was für ein geiles Rad. Ah, mein Rad. Ich früh gefahren, in den 90er Jahren. Radlagerspiel und dein Kopflagerspiel. Ja, kann man nochmal einstellen. Genau. Sieht doch echt geil aus. Durch den Staub ist es jetzt auch so gut erhalten noch. Tippitoppi. Das ist ein Rad, Bruno. Wenn du sowas bringst, würde ich sagen, ja, Bruno. Ah, oh, ist mir was Schönes gebracht. Dann kriegst du 25 Euro bar für. Natürlich nicht. Ich glaube, ich zahle dir auch mehr. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber nicht aus sicheren Kreisen. Sowas tue ich so nicht. Kann ich nicht machen. Ich kann das Ding ja nicht mal kaufen eigentlich. Das ist totaler Schwachsinn. Du machst doch in deiner Not alles. Nee. Ich hab den nicht geklaut. Ist nicht geklaut. Ja, du hast es vielleicht nicht geklaut. Nee, das ist doch nicht geklaut. Wer weiß? Nein. Du kannst doch eine Bürgen für die Leute, für die du irgendeinen Scheiß da vertickst. Nein, das ist doch nicht. Na, von wem ist das denn? Ja, von Schwiegervater. Das ist ein Bekannter, ein Schwiegervater. Ja. Na, was denn nun? Schwiegervater. Ja, das ist ein Verwandter schon. Nee. Nicht mein Schwiegervater. Ja, verheiratet ist verheiratet. Verwandtsfahrer? Ich bin nicht verheiratet gewesen. Also ich spiele. Bruno, ich brauch mal ein Geld wieder. Die Woche. Die Woche. Du warst Sonntag nicht da, Mann. Sorry. Du vergeigst dir doch. Ja, aber hätte ich Geld dabei gekommen. Du hast ja gesagt, du kommst vorbei und bringst mir Geld. Ja, aber wenn ich kein Geld hatte, kann ich ja nicht vorbeikommen. You know? I know nothing. Ich gebe dir 10 Euro und 10 Euro rechne mal an. Nee. Doch, mach ich so. Doch. Ja oder nee? Du... Geh doch, Herrgott, geh doch zur Brücke nach vorne. Ist doch nicht weit. Sei doch nicht so faul. Geh zur scheiß Brücke nach vorne, stell das Rad hin, 50 Euro deine scheiß Telefonnummer daneben. Ja, und dann setzt dich ins Café und trinkst einen scheiß Kaffee. Und wartest auf einen Anruf. Und kriegst 40. Scheißegal, dann verkaufst du 40. Dann kommst du hier vorbei, gibst mir 20. Ich bin zufrieden, ich habe kein Rad an der Backe, was ich verkaufen muss. Das ist doch so. Das ist doch nicht so, dass du mir das gibst und das ist gleich nächste Stunde verkauft. Ja, du lachst immer. Das ist doch wirklich so. Ist doch egal, ob ich das für 100 irgendwann mal verkaufe oder nicht. Aber wenn es irgendwann mal ist, nützt mir das nichts. Verstehst du das nicht? Verstehst du denn das nicht? Das ist auch ein Problem für mich. Wenn ich so viele Fahrräder habe. Ich habe hier unten 250 Fahrräder in dem Laden. Gut, das sind andere Räder als so weit. Aber verkauf das Scheißrad. Behalte doch nicht Geld, ich bin doch glücklich, wenn du mehr Geld bekommst. Aber von mir, ich kann ja auch nicht mehr Geld geben. Funktioniert ja nicht. Ich kann ja nicht, wenn du auch Schulden bei mir hast, kann ich da nicht sagen, hier hast du noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist doch total bescheuert. Da kommt da jeder. Sieht doch sowieso jeder. Das ist überall die Kamera an, wenn die das sehen, die kommen doch alle. Kommen sie hier, stehen sie länger als beim Sozialamt, stehen sie hier denn. Ja, aber Tommy, der macht das immer. Da musst du nur ein bisschen hier und ah, weißt du, und mein Sohn und ah, meine Herz-OP oder was, irgend so ein Scheiß kommt dann.
Ja, ich hab Krebs. Naja, gut, dann kriegst du auch noch einen Zuschuss hier oder was? Hey, du lachst, das ist so. Hier, guck dir an, der lacht da. So. Siehst du, dann steht der Nächste da und will sein Rad jetzt abholen. Ich hab nicht gemacht, weil ich mit dir quatsche die ganze Zeit. Nicht gemacht, weil ich nicht. Ich hab das gemacht, du hast eben nicht. Fertig. Ich geb immer so viel Geld aus, immer wieder. Bob, bob, raus. Mann, guck doch mal hier, der ist 18, der kostet mich Geld. Dann hab ich hab noch drei Kinder neben ihm. Vier Kinder. Und ich hab eine Scheiße, ich hab eine Frau. Die kostet auch Geld. Nö, Tommy steht hier mit kaputten Schlipper und Socken. Alles andere ist. Alle anderen sind gut ausgestattet. Biet dich ja nicht an. Interessiert dich ja nicht, weiß ich ja. Kann die auch gar nicht selber machen, weil der ja nicht. Aber ist halt so. Und deswegen immer Geld raus, den ganzen Tag ich Geld verhaut. Ich kann mal was einnehmen. Oder wenigstens mein Geld zurückbekommen, verstehst du? Ja, kriegst du. Wann denn? Die Woche. Ja, was die Woche? Die Woche kriegt das Geld. Jetzt kriegst du 10 Euro und 10 Euro Rechnung ab. Doch, kriegst 10 Euro und 10 Euro Rechnung ab. Was soll ich denn machen dafür? Du hast doch die Chance. Geh da hin, verkauf das Rad für mehr. Das ist ja mehr wert. Ich sage ja nicht, dass es mehr wert, wenig wert ist oder so ein Scheiß. Aber ich kann nicht, das funktioniert einfach nicht. Kann ich nicht machen. Wenn du willst, das woanders verkaufen willst, dann kann ich das beleihen mit 20 Euro. Kann ich auch machen. Ja? Hebst hier eine Woche lang auf, aber das war's. Und dann musst du es wieder auslösen, abholen. Okay. Hallo. Hallo. Und ansonsten hast du 5 Euro mehr auf der Schuldenliste. Na wie okay? Sag dann die okay dazu. Du verkaufst es für. Du beleidigst mich für 20 Euro. Ich beleidige für 20 Euro. Okay. Gut. Ich werde draußen hin, verkaufst du dann. Das ist doch Schwachsinn, nee. Bruder, das ist Blödsinn, alles. Das ist aber gut. Das ist so gut. Aber dann hast du 5 Euro mehr Schulden wieder bei mir. Nee, okay. Nee, nicht okay. Ah, du bist so doof. Sagst du noch ja. Ja, weil ich die Tun brauche, meine ich. Ist doch normal, dass ich ja sage. Du hast doch eine andere Ware. Du gehst nicht zum Trödelmarkt, du hast doch aber Ware. Dann geh doch mit dem scheiß Ware irgendwie los. Sortieren, ja, aber das Fahrrad musst du nicht sortieren. Das ist halt das, was ich zu dir gesagt habe. Nimm das Rad, geh vorne zur Brücke und verkauf das Ding noch für 40, 50 Euro, 60 Euro. Scheißegal, das ist ein gutes Rad. Sieht gut aus, alle schön, alle gepflegt. Mach das. Nein. Mach mal so, beleidige bitte. Wie beleidige bitte? Ich schon 5 mehr. Nee, mach ich nicht. Nein. Okay. Nein. Ja, kann ich nicht machen. Nein. Nein. Doch, wie kannst du machen? Nein, hä? Kannst du das machen? Nee. Du kriegst du 5 extra? Nein. 5 extra und scheiß drauf mit 5 extra. Warum? Ja, musst du auch mal was ja. Helfen. Okay, ja.
kleines Schwein. Nein! Hey, guck mal, er hat dir nur einen Kuss gegeben. Nein. Nein. Das ist doch schön. Ja. Wo kommen wir jetzt hier auf die Beine? Guck mal, hier oben hat viele Schläuche. Jetzt hätten wir hier sitzt, hättest du wahrscheinlich schon verguckt gehabt. Ja. So, nur nicht vor meinem Laden, das darfst du nicht machen. Kannst du überall verkaufen, kannst zwei oder weiter stehen mit dem scheiß Fahrrad. Ist mir scheißegal. Nee, blieb nicht. Wieso willst du das denn nicht? Wieso willst du das denn nicht? Ich den Ausweis habe ich ja nicht. Den Ausweis hast du hier, Mann. Nimm doch mit. Was soll ich denn mit deinem Ausweis machen? Willst du mir auch nicht. Wenn ich kommst nicht bezahlt, was soll ich mit deinem Ausweis machen? Schwachsinn, Mann. Den Mann. Ich komme erstmal nicht raus. Nein, du kommst nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Wenn ihr fangen bis 21 Uhr. Was hast du denn? Dein Werkzeug ist in der blauen Box. Wo ist denn dein Werkzeug? In der blauen Box. Ah ja. In dem Fahrrad, ja? Genau. Okay, na dann komm, dann gucken wir mal, ob wir so ein Werkzeug finden. Ich guck mal hier. Also gib einen Zehner und rechne einen Zehner an. Okay. Aber ich höre hier beleidigt. Bitte Schwachsinn. Beleidigt, ich krieg keinen Fünfer extra von dir. Ich krieg keinen Fünfer extra von dir. Weil ich nehm keinen Fünfer extra von dir. Ich bin beleidigt auf jeden Fall. Ich beleid nicht mit. Dann würde ich es ja genauso machen. Das ist doch Schwachsinn. Du musst davon runterkommen, verstehst du? Du musst davon runterkommen. Du kommst anders nicht runter. Hier, Papa. Der Gerät ist fertig. Ja. Sitzen. Na gut. Wir kommen die Woche, ja? Komm die Woche. Ich hab gerade reingefahren. Ach. Hallo, Entschuldigung. Anhörung. Wofür? Ich hab einen Platten. Einfach da lassen. Einfach da lassen? Jürgen, kannst du mal annehmen? Ich muss mal das hier fertig machen. Mein Sohn kommt da hoch, der nimmt sich dem an. Also müsste ich es hier lassen, auf Deutsch gesagt. Mein Sohn ist leider da, der kümmert sich um alles. Hallo. Müsste ich das hier lassen oder können Sie das gleich machen? Nee, ich müsste es nicht da lassen. Da lassen, immer da lassen. Böse nicht. Ach so. Ich will es gleich gemacht haben. Ja. Dann weiterhin. Kannst du zur Radspalerei gehen und das in einem Monat haben.
keinen Kicker. Hat die keinen Kicker? Ui! Ich sag jetzt, brauchst du nur Schok. Ui! Was ist das denn? Das ist ja niedlich. Pitchy Pachi Motorrad. 250er. Jetzt sind 250? Um Gottes Willen. Suzuki GN 250. Ei, ei. Hässlich. Ja. Echt hässlich. Echt hässlich. Naja, sie findet gut. Ist ja ein erster Moped. Da hätte ich gerne KTM Duke 93. Also für das nach der Simson. Was denn mehr Kubik hat. Für mehr Power. Kostet aber richtig Geld, ne? Wie bekommst du gebraucht schon eigentlich für recht wenig? Kannst du das mal fit machen? Durchchecken kurz? Weil Bruno gebraucht hat? Fischer. Genau.